ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Soma. Und wir haben uns ja beim letzten Mal hier die Kabinen von der Besatzung von Theta angeguckt, wo sich zum Beispiel Robin und andere umgebracht haben, nachdem sie eingescannt wurden. Und hier aus dem Fenster, da haben wir ja schon den Kollegen hier rumlaufen sehen. Ich schätze mal, dass das auch Akers ist. Ich weiß es nicht, wer das ist, aber ich denke mal, dass das Akers ist. Ich würde gerne da rein bei Peter Stresky, aber naja, wird sich zeigen, wo wir da jetzt rein können. Auf jeden Fall muss ich mal jetzt hier wieder den Weg zurückgehen. Na, Akers werden wir wohl erkennen daran, dass er keine Augen mehr hat, weil der hat sie sich ja ausgestochen. So. Hier ist noch alles ruhig. Fernseher geht nicht. Error, Error. Da drüben haben wir in den Spiegel geguckt. Da ging es nicht weiter. So. Hier rechts war ich schon. Ja, ja, da ist nur so ein kleiner Raum. Aber hier bin ich noch nicht entlang gegangen. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Hier geht es auf jeden Fall ein bisschen nach oben. Und hier ist auch versiegelt. Das ist so ein abgetrennter Raum. Oh, Backe. Na. Ich will es natürlich wissen, was hier ist. Aber, okay, das sind so Art Labors. Ah, hier ist so ein Pilotensitz. Und dann ist man in dem Ding drin. Vielleicht haben die das hier ausgetestet. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Ah, okay, das heißt, das ist der allererste Scan von Catherine, mit dem wir die ganze Zeit reden. Licht anmachen, jawohl. Hat der hier eine Erinnerung? Nope. Und irgendwie haben wir ja mitbekommen, dass das WAU auch Scans gemacht hat, heimlich. Verbindungsfehler. Fehlerbehebung. Okay. Fehlercode, bla bla bla. Keine Verbindung zum Hauptrechner möglich. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Okay, wir müssen nach unten. Wir müssen nach unten. Könnte ich mich hier reinsetzen und... Naja, ich bin ja wahrscheinlich selbst ein Roboter, also werde ich mich auch nicht scannen können. Ah, I see. What? Check the terminal, I just want to make sure. Okay. Nancomp. Die Nanami-Struktur. Typ komprimierter Nakajima-Neurograph. Kontinuierlich 21 Millisekunden. Aufgezeichnet Mittwoch, 12. März 2014. Verfasser Nakajima Shin. Name Nanami. Okay. Das sind unsere Identitäten. Hier ist Simon Jarrett. David Manchi. Okay. Daten löschen. Könnte ich jetzt machen. Die Paste-Dateien. Berg. 28. April 2015. Paul Berg, das war der Mediziner. Aber das hier war ja in
in Japan. Wo ändert sich denn jetzt hier irgendwie was? Sehe ich jetzt auch gar nicht. Wo sich hier was ändert? Was ist das hier? Pilot Seat. Ja. Ist ja richtig. Research. Cartography. Und kann ich nicht lesen. Maintenance wahrscheinlich. Aber wo lade ich die denn jetzt rein? Das verstehe ich nicht. Mal den Munchie nehmen. David Munchie. How did this... What is this? Naja, die lagen halt irgendwo auf einem Rechner rum, die Scans. Bevor sie dann hierher gelangt sind. Aber wer hat sie hierher gebracht? Das ist alles noch sehr mysteriös. Auch das mit dem WAU. Wer hat das entwickelt? Warum? Ging es da wirklich nur darum, für die Station hier so ein... Ja, so ein Sicherheitssystem zu haben? Oder sollte das quasi wie ein Testlabor funktionieren? Dass da irgendjemand gesagt hat, wir testen dieses WAU, diese eigenständige Intelligenz. Und dafür schicken wir ein paar Leute auf eine Unterwasserstation, damit die dann irgendwann zu spüren bekommen, wie das WAU funktioniert. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Juni 2015. Da sind wir gestorben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Moment, wie sieht's denn bei den anderen aus? Haben die auch Sterbedaten? Ja, 17. Juli 21. Der Berg. Der hat lange gelebt. Bis 69, aber ist auch schon tot. Und Manchi ist 78 gestorben, okay. Und dann hat er irgendwie diese Scans zur Verfügung gestellt. Aber wir sind da schon gestorben. Naja, wir hatten ja diese Hirnblutungen. Wir konnten nicht gerettet werden, aber unser Bewusstsein ist da geblieben. Okay, das war nach dem Scan, was wir jetzt ja in unserem jetzigen Zustand gar nicht mehr wissen können. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. It's freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Okay, ja, wie ich vermutet hatte, der ist dann einfach wieder fröhlich aufgestanden und war eben der Scan beendet. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Ja, da hatten sie echt noch vor, das für medizinische Zwecke einfach einzusetzen. Aber wie sie jetzt auf diesen Plan gekommen sind, vom Scan aus, das weiß man jetzt auch nicht so genau. Letzte Aufzeichnung. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure.
It's like a part of me lives on or something, like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now, the brain damage, you guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Oh Mann, also Simon hat sein Einverständnis gegeben, dass das weiter benutzt wird. They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed, I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Aber wer hat das gemacht? Hat das Catherine gemacht? Und warum? Warum so ein alte, so eine alte Vorlage von Simon hier in irgendwo reinzuladen? Oder hat das WAU das gemacht? Weil das ja irgendwie auch interessiert war an den menschlichen Bewusstsein. Da ist zu. Dann soll der auch zu bleiben. Welcome to my place. When I started the Earth Project, we pretty much lived in this lab. Cozy. Okay, haben wir hier einen Lichtschalter. Okay. Was haben wir denn hier? Ah, das ist ja wieder Fehlerbehebung. Ja. Wir müssen irgendwie nach unten in den Keller. So, haben wir denn hier noch was? Noch irgendein Teddybär oder so? Sieht nicht so aus. Ja, und Simon hat vielleicht auch gedacht. Ja, es ist dann so die Angst vor dem Tod. Der Wunsch vielleicht auch weiterleben zu können. Okay, hier kann ich aber nichts machen, wie es aussieht. This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense. Less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. Okay. Ich kann das hier einschalten. Das heißt, ich könnte die jetzt rausnehmen. Und was mache ich dann damit? Damaged. Damaged. Okay. Ja, und nicht wieder. Huch, das wollte ich nicht. Warum sind die damaged? Die sind alle durchgebrannt. Hier ist einer, der ist nicht damaged. Gucken wir mal, ob da noch einer ist. Da ist nichts weiter. Nee, es ist nur dieser eine hier. Warum? An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Aber da müssen wir wahrscheinlich an den Rechner ran und um den Rechner oder die Verbindung zum Hauptrechner zu bekommen, müssen wir in den Keller. Super. Ja, und mehr erklärst du irgendwie nicht. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt erst den ganzen Weg wieder zurückgehen. So, Catherine. Kann ich den hier irgendwo? Könnte ich den da irgendwo reintun? Ich
Sieht ja eher nicht so aus. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem Chip? Bringe ich den wieder zurück zu Catherine? Weil hier kann man ja irgendwie nichts machen. Na, dann gehe ich mal wieder zurück. Sonst wüsste ich jetzt hier nicht, was ich machen soll. Okay. Noch ist es hier ruhig. Huch, okay, da bin ich nur da reingelaufen. Ja, ich werde jetzt schon ein bisschen schreckhafter, denn ich denke mal, wir werden hier... The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon. Don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Aber das WAU hat vielleicht auch was gemacht. Na, wir müssen dann da Treppenhaus runter. Ich gehe jetzt nochmal hier rüber. The laboratory terminals have lost contact with the mainframe. We need to reset the router downstairs. Don't worry, I'll take care of it. Ja, das dachte ich mir schon. Sonst kann ich aber hier nichts mehr machen. Da war ich ja schon. Moment, hier gibt es ja nochmal die Karte. Also wir waren jetzt hier oben drinnen. Das ist Ebene 1. Das ist dann aber eins tiefer. Das ist noch eins tiefer. Und diese... Ich verstehe nicht. Da war irgendwie die Besatzung. Und die sind dann alle nach unten gegangen. Es waren ja hier irgendwie so an die 40 Leute. Na klar, mache ich das. Reset the router. The router. Ich freue mich. Und dann sehen wir vielleicht auch Akers. Naja, schlimmer als, dass wir als Simon nochmal sterben, kann es ja eigentlich nicht werden. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man schon mal gestorben ist. Dann hat man vielleicht gar nicht mal mehr so viel Angst vor dem Tod, weil es kann ja nicht noch schlimmer werden. So, ich mach mal Taschenlampe an, weil es ist dunkel. Ja, da unten schreit jemand, na klar. Okay. Jetzt ist aber Stille. Na super, das ist ein One-Way. Wie komme ich denn dann wieder hoch? Gar nicht. Hast du mir ja was eingebrockt, Catherine. Wie komme ich dann wieder hoch? Das Omnitool ist ja oben. Könnte ich hier? Ah, okay, ich kann hier auch wieder hochklettern. Aber vielleicht kracht mir das Ganze hier ein. Auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Jetzt weiß ich nicht, ist das Ebene 1 oder ist das schon Ebene 2? Okay, es ist da drüben, würde ich sagen. Deshalb gehe ich mal hier rein. Aber hier ist nichts.
Hier ist einfach mal nichts. Als der Akers nach Theta gegangen ist, da hatte der ja noch so eine ganz normale menschliche Stimme. Bin auch böse klingend, aber das war jetzt noch nicht so ungewöhnlich. So, keine Ahnung, ob das gut ist, wenn ich die Tür zumache. Ist das hier der Routerraum? Wer ist das? Das ist einer von der Besatzung und ich habe üble Verzerrungen. Ich hoffe mal, das liegt auch an dem. Hat irgendwie das WAU, hat das dann hier die Menschen nochmal so eingesammelt? Weil es sind ja zwei Phänomene. Das eine ist, dass irgendwie die Leute gescannt wurden. Einmal von Catherine für die Arche. Aber auch vom WAU heimlich und das wurde dann irgendwie in Roboter reingeladen. Aber Akers, der hat sich ja damit nicht begnügt. Der hat ja gesagt, wir müssen uns dieses Strukturgel spritzen. Und hat es dann auch den Menschen gespritzt, damit die sich verwandeln in, naja, in so Zwitterwesen. Backe. Haben wir hier einen Routerschalter? Nee, was ist das? Theta Lebens- und Umgebungskontrolle. WAU. Okay. Klima funktional. 6 Grad. Okay. Luft gesund. Okay, okay, okay. So weit, so gut. Aber hier ist kein Router für mich. Das ist hier wirklich nur für die Lebenserhaltung. Ja. Man weiß nicht so genau, was mit denen ist, die da noch so atmen. Aber ich schätze mal nichts Gutes. So, da drüben ist wahrscheinlich. Da geht's nicht auf, da ist kein Strom.